Path of Exile 2 wird am 6. Dezember 2024 in den Early Access gehen und wenn es dann zum vollständigen Release kommt, wird es kostenlos spielbar sein. Wir möchten heute über 7 gute Gründe oder vielleicht auch schlechte Gründe sprechen, warum du vielleicht nochmal einen Blick in dieses Action-RPG-Hack-and-Slay-Game werfen solltest. Zuallererst werden wir in Path of Exile 2 insgesamt 12 Basisklassen haben. Das sind 6 mehr als im ersten Teil. Und jede von diesen Basisklassen wird 3 Spezialisierungen mitbringen, wodurch wir insgesamt auf 36 Möglichkeiten kommen, wie wir eine Klasse ausbauen können. Sprich, viel Wiederspielbarkeitswert für uns für künftige Seasons bzw. Ligen, die kommen werden. Und neben den 6 bereits bekannten Klassen von Path of Exile 1 gesellen sich in Path of Exile 2 folgende Klassen hinzu. Der Söldner, der Krieger, die Jägerin, die Zauberin, der Druide und der Mönch. Der zweite Grund ist, dass es eigentlich für jeden wirklich wieder mal ein Neuanfang ist und zwar von Null an. Denn Path of Exile 2 wird ein intensiv überarbeitetes Skill- und Talentsystem mitbringen und wer bisher vor Path of Exile 1 zurückgeschreckt ist, weil er gesagt hat, das ist mir erstmal alles hier zu viel, hier kam schon 10 Jahre Content dazu und so weiter, wie soll ich da jemals wieder reinkommen, der hat dann mit Path of Exile 2 die Gelegenheit, von Null auf wieder zu lernen und vielleicht auch mit den Leuten zu lernen, die schon in Path of Exile 1 viel gemacht haben an Content und so weiter. Aber ihr habt eigentlich alle nochmal die Chance von Null zu beginnen mit Path of Exile 2. Der dritte und wie ich finde sehr gute Grund ist das überarbeitete Kampfsystem von Path of Exile 2. Ihr könnt zum Beispiel als Schildträger aktiv blocken, wenn ihr möchtet. Ihr könnt Ausweichrollen vollführen, ohne einen Cooldown drauf zu haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euren Charakter mit WASD steuern und ihr habt die Möglichkeit, Skills miteinander sinnvoll zu kombinieren, um eure DPS zu steigern, also euren Schaden zu erhöhen, indem ihr einfach taktisch klug und sinnvoll kämpft. All das spricht zumindest für mich für einen deutlich interessanteren und abwechslungsreicheren Kampf, als es in Path of Exile 1 vielleicht der Fall war. Allerdings, und da sind wir bei Punkt Nummer 4, wird sehr wahrscheinlich viel von der Freiheit und Vielfalt vom ersten Teil auch im zweiten Teil von Path of Exile erhalten bleiben. Das heißt, Builds werden sehr wahrscheinlich vielfältig möglich sein für jede Klasse. Dafür spricht schon mal das, was wir an Skills gesehen haben, das überarbeitete Edelsteinsystem, aber auch der passive Skilltree spricht dafür, dass hier wieder einiges möglich sein wird, besonders auch, weil man jetzt Skills auch sinnvoll kombinieren kann miteinander, um mehr Damage rauszuholen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass künftige Ligen von Path of Exile 2 dann auch lange Zeit coole, interessante, vielleicht auch durchgedrehte Möglichkeiten, ja, anbieten von verschiedenen Klassen, wodurch man immer wieder die Möglichkeit und Motivation finden kann, wieder in eine Season bzw. Liga reinzuschauen und das Spiel nochmal auf eine andere Art und Weise genießen zu können. Dafür spricht auch eine Entwickleraussage, das war in einem Interview von Epic Games, was eben gesagt hat, wir haben versucht mit der Qualitätssicherung sehr viel sicherzustellen, dass alles relativ gebalanced ist und gut ist, aber sie haben die große Befürchtung, aber nicht wirklich Befürchtung, aber es wird sehr wahrscheinlich sein, dass einige durchgedrehte Kombinationen noch gar nicht entdeckt worden sind von den Qualitätstestern von Grinding Gear Games. Grund Nummer 5 ist eigentlich etwas, was ich eingangs schon erwähnt habe. Wenn der volle Release kommt, wird Path of Exile 2 ein Free-to-Play-Spiel sein und Path of Exile 1 gilt schon in der Community bei den meisten Leuten zumindest als relativ fair monetarisiert. Also was ich bisher gelesen und gehört habe von Spielern, die Path of Exile 1 schon sehr, sehr lange zocken, sagen, das ist ein super faires System. Hier gibt es weitestgehend eigentlich kosmetische, lustige Sachen, die man dann als Supporter-Packs kaufen kann, um die Finanzierung vom Spiel zu sichern einfach. Aber ansonsten kommt massig neuer Content kostenlos für alle Spieler und für mich, soweit ich das bisher gesehen habe, was im Shop verfügbar ist, sieht das nach einem sehr fairen Angebot aus. Der 6. Grund war für mich erstmal gar nicht so offensichtlich, bis jemand hier aus der Community in der Kommentarspalte mal was reingeschrieben hat, nämlich Path of Exile 2 kann man sozusagen auch als Live-Service-Game sehen, denn
Der Vorgänger hat bereits über 10 Jahre jetzt konstant neuen Inhalt bekommen. Und somit ist es eigentlich für alle Leute, die ein Live-Service-Game suchen, was sehr wahrscheinlich langfristig supportet werden wird. Hier ist Path of Exile 2 wahrscheinlich genau richtig. Die Zeichen stehen verdammt gut, dass das Spiel sehr viele Jahre Support bekommt. Und wer ein Game in diesem Format bevorzugt gegenüber einem kurzen Singleplayer-Release, der, denke ich, sollte ein Auge auf Path of Exile 2 werfen. Und last but not least wurde Path of Exile 2 im Gegensatz zum Vorgänger von Anfang an auch für Konsolensteuerung mitentwickelt. Das bedeutet für alle Konsolenspieler bzw. Controller-Spieler, dass sie wahrscheinlich ein deutlich komfortableres Spielerlebnis haben werden, was die Menüführung angeht. Das hat die Tokyo Games Show schon ein bisschen gezeigt, was das Gameplay hergegeben hat. Es wird benutzerfreundlicher einfach sein. Daneben wird es auch Crossplay und Cross-Progression geben, genauso wie ein Zweispieler-Couch-Koop an einem Bildschirm gemeinsam mit Controller zocken, so wie in den guten alten Zeiten. Aber jetzt seid ihr dran. Was sind eure Gründe, in Path of Exile 2 einzusteigen oder nicht in Path of Exile 2 einzusteigen? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich danke euch fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei einem anderen Video. Falls ihr ein Abo da lasst, macht's gut, Leute, und